Bis dann. Sie ist voll rot geworden. Wow, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, ich hätte beide nicht gedacht. Weder Ryan noch Steph. Aber dass es bei Steph funktioniert hat, Bombe. Also, es hätte garantiert bei beiden geklappt, aber... Wie cool. Sie wirkt halt so... Alter! Sie wirkt so verklemmt. Mein Herz rast. Warum seins? Steph, ich glaube, du hast da gerade wirklich ein Feuer in Diane entfacht. Das wäre nicht das erste Mal. Leute, das war echt mega. Oh mein Gott. Und? Du hast den Stick. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, ich hoffe auch. Schau dir an, was da drin ist. Ah, okay, Steph hat einen Laptop. Passwort geschützt. Shit. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. Recht? In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Und denk an deine Gitarre, okay? Mütze behalten? Mütze behalten? Werde ich die Gitarre wirklich brauchen? Was? Was wäre eine Bardin ohne ihre Gitarre? Es ist dein Job, die Leute mit deiner Musik zu erheitern. Ryan, danke, na du hilfst nicht. Macht euch bereit, unterhalten zu werden. Okay. Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Okay, ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat. Okay, gut. Dabei gucken wir jetzt aber vorher erstmal an. Wir haben ein bisschen was dazu bekommen. Ryan, Freude. Freude. Fange ich überhaupt an, das goldene Leuchten. Ja, ja, hat sind die Anspannung langsam aus Ryans Gesicht verschwindet. Oh. Schön. Und Diane ist traurig. Aber Diane hat es fast verdient. Aha. Eine Art Zwilling. Aber was versteckt sie in dem... wir haben eine Gruppe mit den beiden. Schön. Oh. Hä? Warte mal. Trinkenblumen. Komische Frage. Prinzessin Shushu? Drei, fünf. Oh, wie lustig, okay. Aufgeflogen. Dust in Daylight. Das ist wahrscheinlich ein Spiel im Spiel. Ich kenne Dust in Daylight jetzt nicht. Ja. Oh, so langsam gewöhnt sie sich mit allen ein. Das ist schön. Wo haben wir angefangen? Ich habe keine Ahnung, ob wir da wirklich angefangen haben und ja. Ey, was geht?
voll lebendigen Menschen. Ja. Also, nur für Steph. Okay. Ah, voll cool. Tschüss. Oh, ich habe auf Mac geklickt. Nee, gut. Naturdokumentation. Das Vorderrad ersetzen. Ah, sie haben eine Mountainbike. Cool, cool. Voll cool. So, das interessiert mich jetzt aber, Mac. Ich habe dir nie was erzählt, Ehrenwort, außer ich habe es vielleicht Ryan erzählt. Geh schlafen. Ei, ei, Mama. Ducky. Mhm. Charlotte. Oh oh. Oh je. Das ist ja niedlich. Gott, einen ganzen Gruppenchat auch noch. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch die Bude aufräumen. Das haben wir beim letzten Mal nämlich vergessen. Führerschein ist abgelaufen. Mit einem gültigen Führerschein. Ey. Lenkung, Ablenkung. Wollen wir das alles lesen? Oh, ich hab nicht wirklich Lust, das alles durchzulesen. Yay, du hast Chrissy. Ich helfen konnte. Aber ein Danke reicht völlig. Hä? Die Legende wächst. Da waren wir. Das so haben wir. So viele Erinnerungen an Gabe, die ich nicht sammeln konnte. Ja, das ist eigentlich wirklich sehr schade. Floop. Aufruf zum Lab. Der beste Job, den ich je hatte. Aber naja, die Konkurrenz ist ja auch nicht wirklich groß. Antworten deaktiviert. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Das ist wieder vom Lab. Hoppala. Blümchen. Ich will auch Rosen verteilen. Wenn wir mehrere verteilen? Wow. Typhon entlastet Typhon offiziell von jeglichem Fehlverhalten, die zum Tod eines Mannes durch Typhon-Explosion geführt haben. Unfall eingestuft, aha. Oh
Unfall. Eieieiei. Ein Durcheinander also. Also, wir brauchen die... Ein Liar, King of Lion. Wir hören die mal an. Wieder mittendrin angesetzt. Wobei, da sind mehrere größere... Ah, wir setzen uns hin dazu? Nee, ich wollte eigentlich dazu arbeiten. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Nein. So unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Gabe nicht vergessen und trotzdem die Freundschaft schätzen. Finde ich sehr gut. So, dann haben wir... Wir nehmen schon mal die Gitarre mit. Blublump. Okay, Gitarre, ich muss mir eine Mütze schnappen. Mütze. Foto, Truhe. Truhe? Eine Mütze drin? Ha, da ist sie. Mütze! Nehmen. Oh, scheiße. Was denn? Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Oh, wow. Okay. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Oh. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Können wir jetzt machen. Ein Portemonnaie. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Schlüssel. Oh. Oh. Süß. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Hat er aufgehört zu rauchen? Man weiß nie, wenn man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf Gabe. Nee, würde ich aber auch nicht. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Glaube ich. Da haben sich echt drei gefunden. Aufgabenliste. Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Oh Gott, was ist da denn alles drauf? Okay. Wenn wir Steph, ich werde dich umbringen. Oh Mann. Oh, das haben sie gegessen. Okay. Es war kein Alkohol zumindest. Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Hinten, Seite, vorne, Hände, Fuß, Nacken, Kopf vermeiden.
Live-Action-Role-Playing. Okay. Mein Charakter. Yay. Verstimmter Akkord. Ein Schaden, nicht drei. Ein Schaden. Plus ein Gesundheit bei unserer heilenden greifende Hymne verdoppelt Tyrons nächster Angriff. Cool. Einmal Schaden. Beschützt Tyron beim nächsten Angriff. Dann haben wir, was haben wir noch? Gar nichts? Okay. Das ist wohl unsere Map. Können wir die irgendwie mitnehmen? Ich krieg dich immer noch nicht auf. Warum eigentlich? Hier muss doch ein Schlüssel sein. Haben wir nicht sogar schon einen Schlüssel? Hallo, Chichu. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Umziehen? Oh, wir können uns umziehen. Wait. Haben wir das als Auswahlmöglichkeit? Was ist das? Werte? Achso. Wobei die rote Hose passt zu der Mütze halt dazu. Na komm, wir nehmen das. Oh. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Passt. So könnte man das auch nennen. Ah, da ist die Feder. Passt. Sehr gut. Alex, die Bardin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Ist nicht. Ethan ist nicht interessiert. Oh. Oh nein. Dann müssen wir jetzt schnell los. Weil wir machen das Ganze ja eigentlich nur für Ethan. Ich will trotzdem nochmal hochgehen kurz. Ganz kurz hochgehen. Hier können wir von hier oben so ein Liedchen trällern. Dann bleibt er. Man merkt... Das Wetter hat sich angepasst. Der Garten sieht übel aus. Ja, aber machen wir das jetzt? Ich habe seit Jahren nicht vor Leuten gespielt. Das war ein guter Abend. Wie oft Gabe hier wohl high wurde und die angestarrt hat. Kann schon mehr als einmal gewesen sein. Wahrscheinlich. Okay, hier können wir nichts machen. Hier, oh, war das? Nix, okay. Mal nicht mehr angucken. Bis jetzt ist Ryan eigentlich der Einzige, der das benutzt. Ja. Vielleicht sollte ich es ihm einfach schenken. Da können wir nix. Du brauchst ziemlich viel Hilfe, oder? Schön, dass wir das jetzt auch machen können, vollnehmen. Ah, und das lassen wir einfach da? Okay, gut. Pflanzen. Ich hoffe, weil sich das oben da immer die ganze Zeit speichert, dass das jetzt nicht Auswirkungen hat auf Hör mal, Alter, Ethan. Wenn du hier leben möchtest, musst du dein eigenes Geschirr spülen. Dann gehen wir doch mal runter. Weil wir, glaube ich, jetzt fertig sind.
So, umdrehen und... Oh, noch mehr Notizen. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Okay, gut. War schön, dass wir die Notizen da auch einfach nicht wegräumen.